Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Wir haben in der letzten Folge einiges aufgedeckt. Wir haben herausgefunden, was Typhon da unten verborgen hat, was Jet damit zu tun hatte. Wir konnten ihn entlarven sozusagen. Wir haben, glaube ich, auch das Richtige gemacht. Es klang alles sehr gut. Jetzt sind wir ein paar Tage später hier bei uns in der Wohnung aufgewacht. Und gucken erstmal, was auf unserem Handy abgeht. Ich befürchte ja das Schlimmste. My Blocks. Ah, ja. Okay, wir gucken mal da durch. Okay, wir haben einiges verpasst hier. Aufgepasst, Haven Springs. Fröhliches Frühlingsfest. Das ist noch vom Frühlingsfest. Und danke, dass ihr mich in eurer Gemeinde willkommen heißt. Um die anstehende Neueröffnung zu feiern, bietet das Braunbär deiner Einwohnern von Haven Springs, die unten einen Kommentar hinterlassen, kostenlos Suppe und Salat. Ach so, ja, das hatten wir ja mit dem Typen geredet, dass er vielleicht lieber so einen Post machen soll, weil er sich ja nicht merken konnte, wer schon mit ihm geredet hat. Und ganz viele Leute sagen, ja, okay, da steht eine Menge. Das ist was für mich. Super, da bin ich dabei. Ich hätte gern kostenlose Suppe und Salat. Was für eine tolle Idee. Und das nehme ich gerne an. Ey, ja, ich. Sieht nach einem erfolgreichen Angebot aus, Jack. Wenn du nächstes Mal in der Lantern vorbeikommst, gehen die Drinks auf mich. Danke, Jack, das ist sehr nett. Und man hat nie wieder etwas von Jack gehört. Hör auf mit dem Unsicht. Ich bin extrem umgänglich. Und man hat nie wieder etwas von mir gehört. Sehr schön. Okay, dann hatten wir hier. Es ist Zeit für Live-Musik, werte Zuhörer in Haven. Begebt euch zur Hauptbühne und sichert euch ein paar Plätze. Sichert euch einen guten Platz. Irre, ja! Ich habe irgendwas gerade im Auge. Ah, es tut mir leid. Ich versuche es gerade wegzukriegen. Ah, so. Ich glaube, jetzt ist na nicht wirklich besser. Mal gucken. Okay, ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Ja, das war der Hammer. Es war auch echt cool. Das war mal was anderes, Steph. Alex, bravo. Wow. Danke, Leute. Wir hatten irre viel Spaß. Ich habe einen Star live gesehen. Ich sollte anfangen, meine Leistungen in Rechnung zu stellen. Zwei eurer Nachbarn haben ihren Beziehungsstatus geändert. Josh Hopkins und Julia Crowe sind jetzt in einer Beziehung. Oh mein Gott, endlich! Im Ernst, Alter? Kommt schon, wusste es jeder außer uns? Ja. Schön, dass Ducky eine tolle Nacht hatte. Er hat's verdient. Es war schlussendlich doch ein grandioses Frühlingsfest. Es war toll, dich dieses Jahr auf dem Fest zu sehen, Duck. Es ist eindeutig eine Zeit für neue Anfänge. Das ist die richtige Einstellung, Ducky. Sehr schön. So, wann kommen wir denn mal an die aktuelleren? Was für ein Festhaven. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zu Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an alle für ein weiteres grandioses Jahr. Tolles Frühlingsfest. Und danke an unsere Geschäftspartner und alle, die sich so angestrengt haben, um dieses Fest möglich zu machen. Gern geschehen. Die lachenden Gesichter und die Freude waren es wert. Beste Zeit des Jahres. Es bedeutet mir auch viel, Ryan. Lass dir das Eis schmecken. Das Frühlingsfest ist leider vorbei, aber der Spaß geht weiter bei Lorwyns Eiscreme. Teilt eure liebste Erinnerung vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Mir hat gefallen, wie Josh sich die Schnute am Chili verbrannt hat. Mir nicht. Hol dir besser schnell eine Kugel gegen die Verbrennung. Die Musik, ganz klar. Uns hat das Set auch gefallen, eine Gratiskugel. Ich habe einen Moment mit jemandem ganz Besonderem genossen und eine Verbindung zu ihr gefühlt, die ich ewig in Ehren halten werde. Verdammt, Alter, ich denke, damit hast du dir zwei Kugeln verdient. Sehr schön. Was für ein wundervolles Frühlingsfest. Danke an alle, die es zu einer so schönen Feier gemacht haben. Jetzt lasst hören, wer hat eine Rose bekommen? Ich kenne jemanden, der vielleicht eine bekommen hat. Ich denke, ich kenne auch jemanden, der eine bekommen hat. Die beiden. Seufzt. Halt durch, Kumpel. Ryan hat eine bekommen. Alter, was? Ein Gentleman genießt und etc. Ich wette, Steph würde das gerne umformulieren. Aber es ist schon ziemlich witzig.
Hallo, wie viele von euch wissen, arbeite ich freiberuflich für The Rocky Mountain Gazette. Ich schreibe einen Artikel über den unglaublichen Auftritt auf dem Frühlingsfest, aber ich kann den Namen der Band nicht finden. Weiß denn jemand? Hey Mann, wir sind nicht wirklich eine Band oder so, also haben wir keinen Namen, noch nicht. Hey, kein Problem. Kann ich eure Namen für den Artikel haben? Ich bin Steph Gingrich, das hier in der Unternehmung. Mein Muskel heißt Alex. Lol, sie geht drauf, wenn sie das sieht. Es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machen musstet. Hat irgendwer was von Alex gehört? Wir wollten uns gestern Abend treffen, aber sie ist nie aufgetaucht. Ich mache mir echt Sorgen. Oh nein, hast du Jason kontaktiert? Hab ihn auf seinem Handy angerufen. Keine Antwort. Probiere bald den Notruf. Scheiße, meinst du das ernst? Ja. Verdammt, ich verschiebe diese Unterhaltung auf SMS, sie auf dein Handy. Das ist beunruhigend. Hab sie nicht gesehen. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Boah, Jet, ey. Pisser. Die Black Lantern ist heute aufgrund der Stadtratsabstimmung nicht fürs Mittagessen geöffnet. Wir sehen uns zur Happy Hour. Ja zu Jobs. Ja zu Wohlstand. Ja zur Erweiterung. Euch ist klar, dass die Erweiterung der Bergarbeit außerhalb Havens eine temporäre Lösung ist, oder? Und dabei ziehe ich nicht mal den Einfluss auf die Umwelt in Betracht. Hast du irgendwelche Beweise? Was willst du sehen? Eine Bibliografie? Ich habe Zitate nicht griffbereit, nur für den Fall, dass ich jemanden begegne, der die Wahrheit nicht akzeptieren will. Das dachte ich mir. Hallo Nachbarn, vielen Dank, dass ihr das Frühlingsfest gestern Abend zu so einem Erfolg gemacht habt. Jetzt steht die nächste jährliche Tradition an, hinter uns aufzuräumen. Ich brauche ein paar Freiwillige, die mir helfen, nach der Party gestern Nacht den Park auf Vordermann zu bringen. Die Arbeit beginnt direkt nach der Stadtratsabstimmung heute. Setzt eure Namen auf die Liste. Klar, warum nicht? Ich bin dabei. Wir sind ziemlich verkatert, aber Jessie und ich sollten uns bis zum Nachmittag erholt haben. Provisorisch, ja? Kümmert euch erst um euch selbst. Aber falls ihr fit seid, hätten wir euch zwei gern dabei. Ich muss die Bar eröffnen. Tut mir leid, meine Liebe. Oh, pff. Es hört nie auf. Eine Stellungnahme bezüglich der laufenden Ermittlungen in Haven Springs. Wir wissen die Besorgnis der Gemeinde zu schätzen. Weitere Details kommen ans Licht und wir kooperieren mit der Staatspolizei. Derzeit wissen wir genau so viel wie jeder von Ihnen. Nachtrag. Die Staatspolizei hat Deputy Jason Pike ausgewählt, um in diesem Fall zu assistieren, und daher wurde die Verwaltung für diesen Account an einen anderen Deputy weitergereicht. Obwohl wir es zu schätzen wissen, dass Deputy Pike eine besondere Rolle in der Gemeinde von Haven Springs einnimmt, möchten wir Sie anhalten, alle Fragen an die offiziellen Kanäle zu richten. Ich verstehe einfach nicht, wie das alles direkt unter unserer Nase passieren konnte. Was geht da vor sich? Das ist keine akzeptable Stellungnahme. Nichts als Respekt für unsere Jungs in Blau. Ein einziger Junge in Beige, der nach Typhons Pfeife getanzt hat. Nie im Leben wussten die Cops nichts davon. Da gibt es etwas, das sie uns nicht erzählen. Folgt dem Geld. Du hast deine Mütze aus Alufolie fallen gelassen, du Verrückte. Der Ausdruck aktuelle Ereignisse dominiert diesen Artikel ja richtig. Aufgrund aktueller Ereignisse öffnet die Black Lantern bis auf Weiteres nicht zu den üblichen Geschäftszeiten. Keine Kommentare erlaubt. Steckt euch die dauerhafte Unterstützung sonst wohin? Die Typhon-Minengesellschaft möchte ihre Dankbarkeit an Haven Springs für die dauerhafte Unterstützung ausdrücken. Wir haben eine Stellungnahme herausgegeben, die Sie auf unserer Webseite lesen können. Brauche ich ein Porträt von Charlotte Harmon? Ja, ich glaube, ich brauche ein Porträt von Charlotte Harmon. Hallo Freunde, ich habe beschlossen, meine Kommission wieder zu eröffnen. Ich denke, dass wir im Moment alle nach Wegen suchen, uns zu beschäftigen. Und Kunst war immer meine Lieblingsmethode. Also meldet euch, falls ihr ein Porträt haben wollt. Ich versuche, meine Preise gering zu halten und biete einen Rabatt für eure erste Kommission. Tolle Neuigkeiten. Sollen wir im Laden anrufen? Das passt mir. Das ist gut. Also ich glaube, wir haben damals richtig entschieden, ihr nicht die Emotionen zu nehmen. Hey Haven, The Record Traders akzeptiert derzeit Bewerbungen. Bewerber mit Erfahrung im Einzelhandel oder Radio haben Vorrang. Füll deine Bewerbung auf unsere Webseite aus. Bewerbungsgespräche finden nächste Woche statt. Irre!
Okay, ich bewerbe mich auf jeden Fall, falls ihr 16-Jährige einstellt. Lol, aber gibt es plötzlich eine freie Stelle? Wer ist gegangen? Noch niemand. Einige von uns erwägen ihre Optionen. Wenn du gehst, ohne dich zu verabschieden, werde ich weinen. Wer hat was von gehen gesagt? Ah, tut mir leid, bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, man hört es. Wir gucken uns aber erstmal wieder ein bisschen hier in unserer Wohnung um. Krücken. Es war wohl das Adrenalin, was mich heute Morgen auf den Beinen gehalten hat. Jetzt sind das ein Haufen Ibuprofen. Und die hier. Ja, aber es funktioniert doch schon eigentlich wieder relativ gut. Ich fühlte mich Ducky sehr nah nach unserem Tanz. Ich glaube, er fühlte genauso. Hallo, ich möchte gerne die Statuen sehen. Obwohl es schwer war, bin ich froh, dass sich Charlotte ihre Wut selbst überwinden ließ. Ja. Ich denke, das hat ihr die Stärke gegeben, mich zu unterstützen. Ja. Ja. Glaube ich auch. Gut, dass ich all meine Typhon-Aktien verkauft habe. Ja, noch mehr lesen. CEO von Typhon tritt nach Aktieneinsturz zurück. Quellen besagen, eine FBI-Ermittlung stehe unmittelbar bevor. Wenige Stunden nach einer trotzigen Pressekonferenz, in der er schwor, sein Unternehmen durch die raue See vorauszuführen, ist Dennis Walker als CEO und Vorstandsmitglied der Typhon AG zurückgetreten. Aktien des globalen Konzerns, der einst zu den Top 5 in seinem Sektor zählte, haben fast die Hälfte ihres Wertes von 48,27 Dollar auf 28,22 verloren und ein Ende des Einbruchs ist nicht in Sicht. Dies ist auf eine Reihe schockierender Anschuldigungen und Geständnisse mit Bezug auf den Betrieb im Westen Colorados zurückzuführen, die zur Verhaftung der regionalen Betriebsleiterin Diane Jacobs und des ehemaligen Teamleiters Jed Duken führen. Für? Ich bin mir sicher, dass meine Stimme schon von allen gehört wurde, die sie hören mussten. Denver Tribune Anfrage für einen Kommentar. Allison r@denvertribune.com. Alex, ich nehme an, dass du meine anderen Nachrichten und Sprachnachrichten erhalten hast. Ich bitte dich um 10 Minuten deiner Zeit. Wir drucken am 8. Bitte lass mich dir helfen, deiner Stimme Gehör zu schaffen. Allison. Ist es komisch, dass mich der Teil mit der unscheinbaren Kneipe am allermeisten stört? Bergarbeitsskandal in Colorado hat Schattenstaatsfingerabdrücke, Unregelmäßigkeiten im Überfluss. Die Wahrheit bleibt vergraben. Was verstecken Sie? Viel Glück an die Schattenstaatleugner und hinters Licht geführte Zyniker, sich einem Reim auf das zu machen, was letzte Woche in der kleinen Bergstadt Haven Springs passierte. Hinter den geschlossenen Türen einer unscheinbaren Kneipe versammelten sich 8 Stadtratsmitglieder, um einen städtischen Bergwerkerlass zu besprechen. Als die Türen sich öffneten, gab einer davon Mord zu, eine andere Betrug, und doch konnte niemand, jedenfalls nicht auf eine rationale Weise, erklären, wie all dies geschah. Der örtliche Taxidermist Reginald McAllister, anderen in der Stadt bekannt als Ducky, beschrieb eine Art Hypnose im Raum, als würde ein großartiger Mann gezwungen, nackt vor allen dazustehen, und ausgegrabene Wahrheiten nehmen ihren rechtmäßigen Platz auf dem Thron ein. Für unsere Langzeitleser konnten die Schlussfolgerungen nicht klar sein. Dieser Stadtrat muss Teil oder Diener des globalsten parastaatlichen Militärindustrie-Nexus sein, der Internationale. Okay, Gespräch abspielen. Ich weiß jetzt, dass es falsch war, nicht gehandelt zu haben, obwohl ich von der Ungerechtigkeit wusste. Ich weiß, dass ich den ungeheuren Schmerz und Verlust nicht ungeschehen machen kann. Ich bitte nicht um Vergebung. Okay. Die einzige Person, die mir vergeben könnte, ist tot. Vielen Dank. Am Ende gibt es keine Gewinner. Nur noch mehr schmerzhafte Wahrheiten. Ja. Ich werde nie verstehen, was da unten mit mir passiert ist. Aber ich werde immer dafür dankbar sein. Ja, ich glaube, sonst wären wir da auch nicht rausgekommen. Ich bin froh, dass er es behalten hat.
Was auch immer es bedeutet. Alex, Sie sagten mir nach dem Unfall, dass ich die Jacke vernichten sollte. Ich konnte es nicht. Vielleicht wusste ein Teil von mir, dass ich sie eines Tages weiterreichen müsste. Als Gabe zum ersten Mal in meine Bar trat, schwor ich, ihm diese Jacke eines Tages zurückzugeben. Dann schwor ich, sie euch beiden zurückzugeben. Ich denke, du weißt inzwischen, was mein Wort wert ist. Ich verdiene deine Vergebung nicht, aber sie hat mich mehr bewegt, als ich für möglich gehalten hätte. Ich hoffe, dass dieses Geschenk dir in den kommenden Tagen etwas Trost spenden wird. Jet, Taverne Black Lantern. Die Jacke wahrscheinlich von ihrem Vater. Wollte sie wohl nicht einfach wegwerfen. Schon mal eine Spitzhacke geschwungen, Mr. Chen, John. Und nein. Aber ich kann hart anpacken und lerne schnell. Und ich habe nichts gegen Überstunden. Wartet zu Hause niemand auf Sie? Nein, Sir. Nun, John, damit sind Sie jetzt ein Höllentaucher. Es kommt mir vor, als hätte ich mit Eleanor echt viel durchgemacht. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie mir geglaubt hat. Ja, ich glaube, wir haben generell die richtigen Entscheidungen getroffen bei den einzelnen Leuten, sodass wir sie alle auf unserer Seite hatten. Kommt bestimmt nicht oft vor, dass ein Lokalblatt die größte Schlagzeile überhaupt hat. The Rocky Mountain Gazette. Skandal. Typhon-Minen-Gesellschaft vertuscht 8 Todesfälle. Haven Springs erschüttert von Enthüllungen. Die pittoreske Bergstadt Haven Springs taumelt nach einer Reihe von Enthüllungen. Die Verbindung zum Tod von Gabriel Chen gegen Diane Jacobs, die Betriebsführerin vor Ort, nicht mit Aufsicht über die Erweiterungen wird. Einfach unvorstellbar, dass das Mädchen durchgemacht hat, sagt Frau Leith. Frau Chen hat wiederholte Bitten. Bemühungen für Erweiterungen sind angehalten und Bewohner fragen sich, welchen Einfluss dies auf den örtlichen Handel und den Immobilien. Ja, das ist natürlich, ne? Aber ja. Muss der raus. Ganz genau deshalb lese ich immer nur den Kulturteil der Zeitung. Altes und neues Talent glänzen auf dem Frühlingsfest. Anmerkungen des Redakteurs. Die folgende Rezension wurde vor den Ereignissen der Stadtratsversammlung am nächsten Tag eingereicht. Für diesbezügliche Berichterstattung siehe bitte A1, A2, A3, B1, C1, D2, D3, E1 und E2. Eine überraschende Neuling und eine dreimalige Veteranin verbündeten sich unter den Sternen des Frühlingsfestes am Samstag, um mit Musik Magie zu schaffen. Alex Chen, deren Bruder Gabe Chen, langjähriger Barkeeper in der Black Lantern, vor einem Monat bei einem tragischen Unfall getötet wurde, verzauberte die Menge mit ihrem leidenschaftlichen Gesang und ihrem kraftvollen Gitarrenspiel. Es ist eine Weile her, seit ich das Frühlingsfestpublikum so ungezwungen zusammen tanzen sah, sagte der örtliche Schriftsteller Jesse McPherson. Es war magisch. Steph Gingrich, KRCT-DJ und tragende Säule der Frühlingsfestbühne, spielte Schlagzeug. Trotz der Behauptungen des Duos, dass dies ihr erstes gemeinsames Spielen war, eingeschlossen Übungsstunden, die Reporterin dieses Artikels ist etwas skeptisch, war die Chemie unbestreitbar. Ich denke, ich spreche für alle Anwesenden, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass dies der Beginn einer neuen Frühlingsfest-Tradition ist, die viele Jahre anhalten wird. Gebeugt, aber nicht gebrochen. Haven wird überleben. Das Bild von Haven Springs als idyllischer Zufluchtsort einer Oase von Gemütlichkeit und Anstand, die selig vom Tumult der Außenwelt abgeschnitten ist, wurde am Sonntag zerstört. In Wahrheit gab es dieses Haven außer auf Postkarten und laut dem Touristenzentrum nie. Obwohl wir in der Vergangenheit schon Probleme überstanden und Dämonen bekämpft haben, wissen wir, dass dieser Typhon-Skandal eine einzigartige Narbe auf der Seele unserer kleinen Stadt hinterlassen wird. Nicht nur wegen dem, was vorgefallen ist, so furchtbar die Details dazu auch sind, sondern wegen der involvierten Personen.
Ein junger und beliebter Barkeeper, eine respektierte Karrierefrau und der meistverehrte Patriarch der Stadt im Zentrum des Ganzen, Jed Luken, befindet sich derzeit im Staatsgefängnis von San Miguel. Es heißt, er kooperierte vollkommen mit der Polizei und bereute seine Taten. Doch wir beginnen gerade erst, den Schaden zu verstehen, den er dieser Stadt zugefügt hat, den er uns allen in ihr über die Jahre kannten und die ihm vertrauten, zugefügt hat. Doch angesichts dieser gewaltigen Unheil sagen wir, Haven wird überleben. Wir werden vielleicht nicht stärker, aber ein wenig weiser sein, sobald wir dies überstanden haben. Und das werden wir nicht, weil es einfach ist, sondern weil wir keine andere Wahl haben. Dies ist unser Zuhause. Ja, ich glaube, Haven wird sich da schon wieder berappeln. Das kriegen wir schon wieder hin. So, Spaten. Ich habe seit der Abstimmung nicht mit Ryan gesprochen. Was soll ich bloß zu ihm sagen? Ja, dich hinlegen, die Gitarre. Falls diese Gitarre mir wieder Rätsel stellt, werde ich sie ohne zu zögern aus dem Fenster werfen. Ach, sehr schön. Wo der Anhänger? Vielleicht hat Papa das alles verdient. Aber ich bin froh, dass wir in seinen letzten Momenten bei ihm waren. Ja, das ist natürlich sehr schön. So, wir sollen eigentlich hochgehen. Ich guck mal, ob hier noch was ist. Vordertür, Badenmütze. Das Laber vor 2 Tagen? Es wirkt, als wäre es ewig ja. her. Vielleicht verdiene ich Gerechtigkeit in Dollarform. Aber ich würde viel lieber mit meinem Leben weitermachen. Ja. Mankowitz, Mankowitz und Graf. David, Adresse, der beste Anwalt in Colorado für Kläger. Alex, ruf mich an. Du hast Gerechtigkeit verdient. Ich will nach draußen gehen, ohne irgendwen zu treffen. Zum Glück gibt es sowas wie Dächer. Ja, da haben wir sofort. Ich wollte mich nur noch aufs Bett legen eben. Weil das ist, denke ich mal, wieder ein Zen-Moment. Einmal kurz entspannen. Ich habe die letzten 2 Tage viel gespielt und dabei versucht, gründlich nachzudenken. Aber dabei ist mir klar geworden, dass die Zeit, in der ich spiele, die einzige Zeit ist, in der ich nicht nachdenke. Nicht über Jed oder Gabe oder Papa und wie alles sein könnte, wenn er nie in diese Stadt gekommen wäre. Vor allem denke ich nicht über mich nach, denn darin war ich noch nie gut. Und auf einmal ist es doch die einzige Frage, die bleibt. Also spiele ich einfach weiter. Gut, dann wollen wir jetzt aber mal hinauf aufs Dach gehen. Gucken, was uns da noch erwartet. Nein, ich wollte nicht... Nein, ich wollte nicht spielen. Nein, 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 nein. Ich wollte hier hochgehen. Dankeschön. Oder auch nicht. Ryan, es tut mir so leid. Ich weiß. Also? Was kommt als nächstes für Alex Chen? Ich meine... Ich frage, weil ich dabei wäre. Ob es hier ist
Oder irgendwo anders. Wenn du willst, bin ich dabei. Das bedeutet mir viel, Ryan. Danke. Ist kein Ding. Ich bin es nicht gewohnt, entscheiden zu dürfen, was ich will. Ich denke lieber drüber nach. Tu das. Ich werde hier sein. Okay, sag's mir einfach. Was? Meine Zukunft. Was ich tun soll. Am Abend des Frühlingsfests hat mir Ryan einen guten Grund gegeben, warum ich in Haven bleiben sollte. Der Gedanke, diesen Ort zu meinem Zuhause machen zu können, klang wundervoll. Naja, das war bevor dieser ganze Scheiß passiert ist. Komm schon, du weißt doch immer alles. Also sag's mir. Naja, ich weiß, was du tun musst. Du solltest in Haven bleiben. Natürlich. Du hast recht. Ich hatte noch nie ein Zuhause, Freunde, einen Job, eine eigene Wohnung. Warum sollte ich das aufgeben? Aber naja, vielleicht wäre es doch besser zu gehen. Was? Du bist jung, hast plötzlich etwas Geld, Freunde. Meinst du nicht, es ist Zeit, die Musiksache zu versuchen? Du solltest auf jeden Fall gehen. Ach, halt den Mund. Komm, hör auf, Gabe. Ich kann den geheimnisvollen Geistscheiß gerade nicht gebrauchen. Ich brauche nur meinen großen Bruder. Tut mir leid. Schon gut. Wie wär's damit? In so circa 3 Stunden fährt ein Bus ab. Du bist nicht im Bus. Ryan findet's gut. Das Leben geht weiter. Du gehst wieder arbeiten, gewöhnst dich an eine Routine. Eines Tages, ohne jegliche Vorwarnung, verschwindet Steph plötzlich aus der Stadt. Das tut weh. Aber sie hat ein Abschiedsgeschenk. Ihren Job. Du nimmst ihn an. All die Jahre als Musiksnob zahlen sich endlich aus. Die Zeit vergeht und hinterlässt ihre Spuren.
Die Wohnung fühlt sich langsam nicht mehr wie ein Museum an, sondern wie ein Zuhause. Gedanken an Jed, Typhon und sogar an mich verblassen langsam. Das Dach ist deine Bühne. Und jede Woche bejubelt dich eine kleine Gruppe treuer Fans. Während du spielst, fragst du dich vielleicht, was hätte sein können, Auftritte in größeren Städten zu spielen, deine Musik mit der Welt zu teilen. Oder vielleicht denkst du auch nicht viel darüber nach. Du weißt nicht genau, wann es passiert, aber eines Tages siehst du dich um und erkennst, dass du diesen Ort so sehr verändert hast, wie er dich verändert hat. Und das Außergewöhnlichste ist, wie normal es sich anfühlt. Du hinterfragst es nicht. Du zweifelst nicht oder fragst dich, was hätte sein können. Es ist dein Leben. Das Leben, für das du so sehr gekämpft hast. Und zum ersten Mal seit langer Zeit lebst du einfach. Danke. Kein Ding, ist okay. Glaubst du echt, ich werde Haven verändern? Natürlich, das hast du schon. Mit deiner Gabe, deiner Musik, indem du du bist. Aber Alex, du musst trotzdem nicht bleiben. Du kannst das überall tun, wo auch immer du bist. Ich meine, wo soll ich hin? Ich habe kein anderes Zuhause. Das ist wahr, aber du hattest auch kein Zuhause, bevor du herkamst. Und sieh dich jetzt an. Die Wahrheit ist, du weißt nicht, wie deine Zukunft aussehen könnte. Doch es wird ein Abenteuer. Also, was denkst du? Mir gefiel die Vorstellung von Haven mit Ryan und, ne, die Bar umgestalten, weiterführen, dann den Plattenladen übernehmen und einfach ein ruhiges Leben. Da brauche ich nicht lange überlegen. In Haven bleiben klingt so schön. Wir bleiben hier. Ich weiß, was ich will.
Ich wäre auch da geblieben. Allein weil es so schön ist und du endlich Freunde zu haben und dein eigenes Leben aufzubauen. Ich glaube, das ist das, was Alex braucht. Ein Zuhause. Das wird ihr gut tun hier. Und wenn, kann sie immer noch gehen in ein paar Jahren, ne? So ist es ja nicht. Ich glaube, wir haben echt ein sehr gutes Ende erwischt. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Sie hat ihren Platz im Leben gefunden. Besser hätte es doch eigentlich nicht laufen können jetzt, oder? Schleunigen. Ach so. Ja. Das war Life is Strange True Colors. Also wir hatten echt eine Achterbahn der Gefühle hier. Genauso wie Alex auch. Die ist ja auch von einem Gefühl zum anderen durchgeschleudert worden und ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber irgendwie auch nicht, weil das Spiel ist grandios. Es hat so viel Spaß gemacht zu spielen. Ich bin aber durch. Also ich bin nervlich durch, was dieses Spiel angeht. Diese Höhen und Tiefen, ne? Das kann Life is Strange, das kann das einfach. Diese Glücksmomente und sie dir in der nächsten Sekunde wieder zerstören. Aber wie eben schon gesagt, ich glaube, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen in den verschiedenen wichtigen Punkten. Ich glaube, wir haben einige Sachen übersehen, so was diese Rückerinnerungen angeht. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden über den Spielverlauf. Wir sind gut durchgekommen. Ohne größere Probleme. Ich war mit allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, war ich doch auch sehr zufrieden. Also bei einigen habe ich zwar gedacht, ob das jetzt wirklich so richtig war. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, wie wir uns hier verhalten haben, das war schon sehr gut. Ich kann mir nämlich denken, wenn wir Charlotte die Wut genommen hätten, hätte sie vielleicht nicht für uns gestimmt bei dieser Stadtsrat, ne? So von wegen, ich glaube ihr. Und auch, weil sie ja auch sagte da, ne, sie hasst uns und das wäre die perfekte Gelegenheit, uns loszuwerden, etc. Keine Ahnung. Genauso wie Eleonora, wie hieß sie? Ja, die, ne? Hätten wir Riley verraten, was mit ihrer Oma los ist. Ich glaube, dann hätten wir auch das Vertrauen von ihr kaputt gemacht. So von wegen, hör mal, du wusstest Bescheid, was mit mir ist. Hast du sie aber gesagt, ich wollte nicht, dass sie es weiß. Ich glaube, dann hätte sie auch gesagt, ich glaube ihr nicht. Hätten wir Pike nicht die Angst genommen, hätte er nicht gesagt, ey, ich habe hier Beweise, hör mal zu, es reicht. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung in dem Moment. Ist das der Vater, der Leibliche von ihm? Auf jeden Fall. Wie gesagt, bin ich sehr, 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 sehr zufrieden, wie das Ganze hier ausgegangen ist. Wir lassen jetzt nochmal eben hier die Credits durchlaufen an die ganzen wunderbaren Menschen, die dieses Spiel möglich gemacht haben. Die ganzen Entwickler, Produzenten, ja, hier, das sind die Schauspieler, die Charaktere verkörpert haben.
finde, man sollte die Credits in so einem Spiel immer würdigen, weil es steckt viel Arbeit in so einem Spiel, sowas zu entwickeln. Und da sitzen die Leute jahrelang dran. Ah, eine Menge mitgemacht, ne? Ja, schön diese Bilder immer dazwischen. Oh, guck mal. Ist in der Lantern? Nee. Wo ist denn die Bühne? Die ist nicht in der Lantern, ne? Motion Capture Day Players. Okay. Nine Games Management Team. Ganzen Leute, die daran gearbeitet haben. Ich möchte das ungern beschleunigen, ne? Aber ich frage mich, wie lange das noch geht. Aber ich gehe mal davon aus, dass jetzt am Ende nochmal hier, so hast du dich entschieden, so haben die anderen entschieden. Das würde ich mir gerne auch noch angucken. Production Babies? Was? Wurden die Babys in der Zeit gezüchtet, wollte ich sagen. Oh, das ist ein cooles Bild, ne? Aus dem Raum von der Dingens. Ich glaube, hätten wir die Tür aufgemacht, hätten wir das vielleicht gesehen. Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja gar nicht versucht, die Tür aufzumachen bei ihr im Zimmer. Ha! Ja, das sind dann so Sachen, da weiß man nicht, ob man da jetzt was übersehen hat oder nicht. Ich wusste aber nicht, ob es da weitergeht, wenn wir da rausgehen. Ich wusste nicht, dass es mit der Gitarre, wenn wir die spielen, weitergeht. Das ist dann natürlich immer doof, aber... Oh, da wird der Bär geknutscht. Oh, der Bär war auch so süß. Vor allem mit diesem Pfeil in der Nase. Square Enix. Externe Studios. Waren auch beteiligt. Und die Musik, ne? Die Musik ist einfach so wunderschön in diesem Spiel. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, die normale Musik zu nehmen. Es gab auch die Variante zu sagen, gut, man nimmt die urheberrechtsfreie Musik. Besonderer Dank nochmal. Projekt Strategie Marketing Group. Eieiei, was kommt denn da noch? Die Bilder immer drin, ne? Ist auch so schön. Wir lassen die Credits jetzt mal zu Ende durchlaufen und dann hören wir uns gleich nochmal wieder, wenn unsere Entscheidungen aufgelistet werden.
I lay myself upon the floor. We're not all dying here. Well, maybe I don't need it after all. It was a place for me to rest my head. And all the books upon your shelf tell stories of who we are. There's more to the picture here. I will play it on your broken guitar. I will play it on your broken guitar. The night is for remembering. The morning is for starting again. You are for remembering. I will remember you when I forget. Seen a night like this. This is how you love. I've never known a light like yours. This is how I love. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen zwischendurch gespult, das habt ihr sicher gemerkt. Also sonst hätten wir ja noch Stunden gesessen, was da noch alles kam. Wir gucken jetzt nochmal eben durch die Auswertung hier, durch die Zusammenfassung. Wir sind in Haven Springs geblieben, ist auch so halb-halb an sich. Viele haben gesagt, okay, sie gehen doch. Alex hat Jed für seine Taten vergeben, haben die meisten gemacht. Sehr schön, ich bin sehr stolz auf euch, andere Spieler. Alex hat gesagt, sie hätte gelernt, ihre Emotionen nicht zu fürchten. Haben auch die meisten genommen. Sehr schön. Einige haben gesagt, ich habe da gar nichts gelernt, war alles scheiße. Alle Stadträte haben Alex unterstützt. Sehr gut. Ich glaube, das war das gute Ende. Und das haben nicht viele erreicht. Einige der Stadträte haben Alex unterstützt, haben aber die meisten. Es gab auch welche, wo die Stadträte sie überhaupt nicht unterstützt haben. Also ich glaube, wir haben echt das beste Ende erwischt. Das freut mich sehr. Alex wollte in der Zukunft mehr Menschen helfen. Haben auch die meisten gewählt. Alex hat sich in der Wohnung Zeit zum Überlegen genommen. Haben auch nicht alle gemacht. Wir haben uns aufs Bett gelegt und nochmal über unser Leben nachgedacht. Sehr schön.
Ryan hat während der Abstimmung Alex zur Seite gestanden. Sehr gut. Haben auch nicht alle. Alex sah Ryan nicht nach der Abstimmung. Okay. Ryan war gar nicht da bei den meisten Spielern. Alex war nicht bereit, Ryan zu vergeben. Alex vergab Ryan, dass er ihr nicht glaubte. Ach so. Okay, sehr interessant. Charlotte hat während der Abstimmung Alex' Seite ergriffen. Sehr gut. Charlotte hat sich vor Alex abgewandt. Das ist wahrscheinlich... das ist wahrscheinlich, wenn wir ihr die Wut genommen hätten. Entschuldigung. Eleanor hat während der Abstimmung Alex' Seite ergriffen. Okay. Pike hat während der Abstimmung Alex' Seite ergriffen. Auch sehr gut. Bei Pike haben die meisten gesagt, also ne, die meisten hatten das Glück, dass Pike geholfen hat. Ducky hat während der Abstimmung Alex zur Seite gestanden, haben auch die meisten gemacht. Ryan hat Alex während der Abstimmung geglaubt, auch sehr schön. Das haben auch die wenigsten, wahrscheinlich die, die alle Steph genommen haben, oder? Na, ich weiß es nicht. Ryan und Alex gehen in Haven Springs miteinander aus. Ryan verlässt Haven, um mit Alex zusammen zu sein. Okay. Ryan und Alex kommen gar nicht erst zusammen, haben die meisten. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, ob sie sich für Steph mit der Rose entschieden haben. Deswegen ist bei uns Steph und Alex kommen nicht zusammen. Und Steph und Alex verlassen zusammen Haven Springs oder Steph bleibt in Haven und Alex bleibt mit Alex in Haven zusammen. Okay, das ist sehr unterschiedlich, sehr ähnlich. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben hier echt das beste Ende erwischt, was wir hätten erwischen können. Ich bin stolz auf uns. Das ist jetzt eine bisschen kleine Überlänge letzte Folge geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass da doch noch so viel kommt. Deswegen bedanke ich mich jetzt sehr herzlich fürs Zusehen. Wir können noch gucken, ob wir in die Geschichte von Steph reingucken. Diese extra kleine Story. Mal gucken, ob wir da auch noch Lust drauf haben. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch sehen wollt. Ansonsten spiele ich das für mich. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem anderen Life is Strange Teil wieder. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!